Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Jackie Alice, ich bin 21 Jahre alt, studiere im 5. Semester Psychologie und ich mache jetzt für 2 Monate mein Pflichtpraktikum in einer Psychiatrie auf einer Suchtstation mit dem Fokus auf Persönlichkeitsstörungen. Und ich dachte mir, ich nehme dich einfach mal in meiner 2. Woche im Praktikum mit. Viel Spaß! Ich habe jetzt meine 2. Woche von meinem Praktikum in der Psychiatrie. Meine 1. Woche im Praktikum war sehr, sehr spannend und sehr, sehr aufregend. Ich habe jetzt diese süße Frisur gerade gemacht, weil meine Haare ein bisschen... Also halt ist halt Haferstadt und so sieht man es nicht. Sehr süß. Ja, jetzt muss ich los. Hallo, hallo. Ich bin vom Volleyball-Training wieder zurück. Es war richtig gut heute. Warte kurz, den Fernseher verstellen. Weil am Donnerstag, also letztes Training, war ich extrem unzukonzentriert und mega unzufrieden mit mir selbst, weil ich eben so unkonzentriert war und jeden Ball vermasselt habe. Ich hatte das jetzt lange Zeit nicht. Ich weiß, vor so einem halben Jahr war das bei mir richtig extrem, dass ich so krasse Versagensängste hatte. Also nicht Versagensängste, ich war einfach richtig hart zu mir selbst. Aber heute war alles gut. Meine süße Frise hält immer noch. Aber ich werde mir jetzt die Haare färben. Und ich freue mich richtig doll drauf. Also ich werde sie nicht färben, ich werde so eine Kur drauf machen, damit die wieder brauner wird. Ich habe 3 verschiedene Kuren gekauft. Ich bin mir aber noch nicht sicher, welche passend ist. Ich stelle jetzt mal aufs Klo. Ich habe bei Müller welche gekauft. Und... Scheiße, die war offen. Von Lab System habe ich einmal das. Das ist so eine neue Marke bei Müller. Das hier ist einfach nur für die Farbbrillanz. Und das hier ist eine Glanzbehandlung. Also es sind keine Haarfarben. Ich traue mich aber auch nicht, die selber zu färben. Aber die werden langsam so ein bisschen wieder rotstichig. Oh, das ist so ein Struggle mit meinen Haaren. Und ich denke mir echt so... Ich will einfach nur meine Naturhaarfarbe haben. Aber es ist so schwer. Es ist so schwer. In meinen Reels habe ich meine ganze Story zu meinen letzten Haarfarben seit Mai gemacht, weil ich hatte so viele. Ich war blond, braun, dunkelbraun, rot. Alles. Ich habe mir extra einen Pinsel gekauft, weil ich habe das schon mal gemacht, als meine Haare orange waren. Da habe ich jetzt halt so eine Maske aufgetragen, damit die so brauner sind. Und die wurden so fleckig. Ich würde die nicht empfehlen, gerne so aufzutragen. Okay, ich wollte dir kurz einen Vor- und Nachher-Effekt geben. Also sie sehen ziemlich braun aus. Das liegt halt einfach am Licht. Aber ich weiß nicht, ob du es siehst. Das Blond kommt wieder so ein bisschen durch. Ich glaube, man sieht es auf der Kamera gar nicht. Glaub mir einfach. Ich kann ja so ein Bild einblenden. Zum Beispiel in der Sonne sieht man, dass es teilweise echt sehr rot ist. Bis gleich. Also meine Haare fühlen sich erstmal butterweich an. Es ist richtig angenehm. Ich mache morgen früh noch Haaröl rein, aber vor dem Schlafen mache ich das nicht so gerne. Deswegen, ich habe keine Kontaktlinsen mehr drin. Das heißt, ich kann gar nicht erkennen, ob sich was verändert hat. Dieses Kackblond so doll durch. Das hat so richtig hässlichen Stich. Warte, ich lese jetzt weiter. Ich lese gerade. Things We Never Got Over. Und ich bin auf Seite 300. Und das Buch ist so süß. Es ist einfach richtig schön. Und es ist so country. Ich habe so richtig den Wunsch, nach was zu snacken. Aber ich habe weder was da. Ich habe noch was da. Keine Ahnung, das hat meine Gastmutter gekauft. Oh, hier ist Amerika. Guten Morgen, Love. Ich mache mich gerade ready, weil ich in 5 Minuten los muss und zu meinem Praktikum fahre. Ich wollte kurz was ansprechen und zwar romantisiere ich momentan meine Morgen, ne? Voll doll, weil ich bin ja gar kein Morgenmensch und ich dachte immer so, oh Gott, jeden Morgen um 6.30 Uhr wieder aufzustehen wie in der Schulzeit wird echt schlimm für mich, weil in der Schulzeit war gar nicht gut. Aber wenn ich genug schlafe, ich habe heute noch 8 Stunden geschlafen, mein Tag ist noch dran, dann geht das voll. Also gestern habe ich knapp 6 Stunden geschlafen, das war Horror, also wirklich. Dann geht es mir auch nicht gut morgens und ich trinke ja keinen Kaffee, weil ich es nicht vertrage. Dann stehe ich so 1 Stunde und 10 Minuten, bevor ich aufstehen muss, auf und romantisiere mir das alles voll. Und das ist richtig toll. Und noch eine andere Sache, die mir hilft, warte. Ich habe echt gar keine Zeit, warum laber ich so viel? Ich habe mir von Ikea diese Smart-Glühbirnen geholt. Und morgens... Warte, ich zeig's dir.
schlafe ja die meiste Zeit im Gästezimmer, weil ich mich hier wohler fühle. Und ich habe jetzt hier meine Zimmer, zum Beispiel das Gästezimmer heißt es jetzt hier. Und das geht morgens einfach in einem einer halben Stunde wird es langsam immer heller und fühlt sich an wie so ein Sonnenaufgang. Und am Ende ist es so hell wie jetzt und es sieht voll schrecklich aus, aber es fühlt sich an, als würde man zur Sonne aufwachen. Und es ist richtig hell dann hier drin. Und hier kann ich auch die Farben verändern. Und dann mache ich das abends zum Einschlafen. Zum Beispiel habe ich auch so ein Sleepy-Setting. Und dann wird es so richtig dunkel, man sieht das kaum. Ja, richtig schön. Und das hilft mir auch extrem beim Aufwachen. Also bin ich relativ schnell wach. Ich brauche das halt Licht und Geräusche zum Aufwachen. So, ich brauche jetzt, muss ich ja kurz organisieren, was ich noch machen muss. Das ist übrigens mein Outfit. Das Oberteil ist von Only, die Hose ist von Wrangler, aber die habe ich secondhand gekauft. Ja, die ist mir ein bisschen zu groß mittlerweile. Ich glaube, die hat sich so ausgewaschen. Und deshalb habe ich mir diesen Gürtel von Bershka geholt. Der ist richtig toll. Der ist so süß. Das ist übrigens mein Outfit jetzt. Ich trage momentan immer nur diese Brottöne. Und meine Haare sehen richtig schön aus. Jetzt so in dem anderen Licht mit Öl drin. Wer hätte gedacht, dass ich jemals braune Haare haben werde? Ich nicht. Naja, der Mantel ist auf jeden Fall voll ASOS Design, weil voll viele danach fragen. Der ist richtig toll und so richtig dick und wollmantelig. Ich glaube, ich nehme die. Das ist das beste Lied überhaupt. Call Your Mom von Noah Kahn. Okay, ich muss jetzt los. Es ist schon nach 8, weil ich hier gerade eben so einen Stau stand. Ich habe hier meine Tasche. Die habe ich bei Widget gekauft, aber die ist eigentlich von Noir Vert. Eine Flasche. Du bleibst hier. Bis später. Hello! Ich habe jetzt frei. Es ist 15 Uhr. Aber normalerweise habe ich ja länger, weil ich 38,5 Stunden die Woche arbeite. Aber heute war nichts mehr zu tun. Deshalb bringt das dann halt auch nichts. Ne? Hier ist mein Handy auf so einem Haltedings, aber das wackelt so doll. Ich hoffe, das merkt man nicht. Es war richtig cool heute. Wir hatten heute Visite, das ist immer so ein Gespräch. Da kommen die Patienten jeweils rein und erzählen, was sie, wie sie sich fühlen, was sie ändern wollen und so weiter, was sie so besprechen wollen. Dann hatte ich wieder ein Gedächtnistraining mit einem Patienten, der Korsakoff hat. Das ist eine neurologische Krankheit. Auch sehr spannend. Ach, wir hatten eine Gruppe, in der wir, also meine Ansprechperson und ich, in der wir über PTBS und Borderline aufgeklärt haben. Ich war bei der Kunsttherapie für so eine Dreiviertelstunde. Da hatten wir noch so einzelne Gespräche. Und das war es auch eigentlich schon. So schnell geht ein Tag um. Aber es ist mega spannend. Und ich finde, das ist auch für mich die perfekte Arbeitszeit, um echt zu sein, bis so 15 Uhr. Weil jetzt kann ich rein theoretisch noch zum Pferd fahren. Ich überlege gerade, ob ich zum Pferd fahre. Ich wollte aber auch noch einkaufen gehen und einer Freundin Blumen bringen, weil sie heute Geburtstag hat. Ja, ich glaube schon, dass ich zum Pferd fahre, aber ich habe halt auch noch Tennis um 18 Uhr. Ja, und die Sonne scheint, es ist richtig schönes Wetter. Ich bin jetzt bei Willy Woods. Und er möchte nicht herkommen. Also muss ich jetzt über die ganze Matschwiese laufen. Und du kommst ja doch. Hi, Schatz. Du bist noch richtig braun. Dafür, dass du dein Plüschfäschchen kriegst. Kleine Bestechung. Kleine Bestechung. Wir machen nur Kopftraining heute. Ganz bisschen Kopftraining. Willi, Monka und ich wollen heute ein bisschen Kopfübung machen. Gestern war seine Reitbeteiligung da, die ab und zu kommt. Ja, und sie war gestern ausreiten, glaube ich. Deshalb machen wir heute nur was für den Kopf. Und hier müssen wir jetzt durch. Ich versuche mich mal so durchzuschlängeln, ohne einen Stromschlag zu bekommen.
bekommen. Pferdetraining, falls du dich nicht auskennst, ist super, super umfangreich. Es gibt nicht nur loses Reiten, es gibt auch andere Bewegungen, aber es gibt auch Themen wie zum Beispiel Kopftraining, Vertrauen, Balance, Muskelaufbau vom Boden, solche Sachen, die wirklich super, super wichtig sind und die ich auch versuche regelmäßig zu trainieren. Und deshalb passiert sehr, sehr viel vom Boden oder mit der Longe. Heute haben wir das kontrollierte Rückwärtsgehen zum Beispiel geübt. Ich wollte, dass er auf verschiedenen Untergründen steht, zum Beispiel auf dieser Matte da. Dass er das einfach ein bisschen erlaubt. Und ich habe auch so ein Muskelpad, Balancepad genommen und habe geübt, dass er das ein bisschen ausbalanciert und auch einfach toleriert, dass da jetzt ein anderer Untergrund ist. Und ich habe auch versucht, das andere Bein hochzuheben. Das hat auch ein paar Mal geklappt, da war er aber auch aus dem Bild raus. Und das beansprucht seine Muskeln halt auch ohne, dass ich reite, was sehr, sehr cool ist. Ich war gerade beim Blumenladen und habe Blumen für eine Freundin geholt. Man sieht, glaube ich, nicht so viel, aber die sind so richtig schön rot, orange, Wildblumen, herbstlich. Meine Freundin hat mir nämlich Geburtstag und die wohnt gefühlt neben mir. Deshalb fahre ich da jetzt schnell hin. Ich habe in einer Stunde oder so Tennis, aber bis dahin möchte ich sie noch kurz sehen und umarmen und Knuddels und so. Hallo, ich hoffe, es geht dir gut. Kleine Werbeunterbrechung, denn wie du siehst, ist dieses Video komplett ohne Werbeanzeigen. Und das dank Got You, denn Got You sponsert dieses Video. Und falls du mich auf Instagram so verfolgst, dann solltest du Got You schon kennen. Das ist nämlich Periodenunterwäsche, die ich absolut liebe und seit 2,5 Jahren benutze. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan und ich war am Anfang extrem skeptisch. Ich mag nämlich auch keine Binden und ich dachte, Periodenunterwäsche würde sich anfühlen wie eine Windel, wie Binden. Dass man das durchspürt, dass es sich nass anfühlt und so weiter und so fort, ist zum Glück alles gar nicht so. Und Got You und ich haben uns was richtig Cooles überlegt. Zum einen bekommst du einen Code für das restliche Jahr und es gibt ein kleines Gewinnspiel. Dazu komme ich gleich. Erstmal möchte ich dir ein paar Modelle zeigen. Ich liebe dieses Modell. Es ist seamless. Es ist so unfassbar weich. Es ist stretchy. Hält bis zu 4 Tampons aus. Was ich auch absolut liebe, ist die Luna. Das ist eine Boxer Shorts. Und im Sommer habe ich die ständig unter Kleidern getragen oder Röcken. Seit neuestem gibt es auch Farben. Und darüber freue ich mich sehr. Guck mal, wie cool die ist. Und wie schön. Einer meiner absoluten Favoriten. Die ist auch seamless. Aber hat auch einen Verschluss, so wie der Bestseller, wie Gaia. Die kann ich auch bei Leggings tragen. Auf Reisen ist das mit dem Verschluss auch praktisch. Es gibt für jede Bedürfnisse, für jede Periodenstärke verschiedene Modelle. Ob Tanga, Boxershorts, seamless, mit Verschluss, ohne Verschluss. Alles. Schreib dir hier einmal den Code hin, mit dem du 30% bekommst. Und in den nächsten 48 Stunden wird eine Person, die über den Code bestellt hat, zufällig ausgewählt. Und die Bestellung der Person wird komplett übernommen. Es ist also quasi wie eine Verlosung, nur dass du dir selber aussuchen kannst, was du bestellen möchtest und dass dir das dann komplett übernommen wird. Falls du schon mal testen wolltest, dann ist es deine Chance. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Ja, bitte. Der war ein Schatz. Es hat 3,5 Minuten gedauert und mein Problem, das seit Freitag besteht, ist kurz aufgelöst worden. Ach, mega lästig. Ich krieg was zugeschickt und es wird aber immer vormittags geliefert, aber ich habe halt keine, also ich bin halt nicht da. Und was soll ich machen? Ja, ich muss jetzt irgendwie was essen. Ich überlege, ob ich einfach Brot esse. Ich habe bei mich gleich Tennis. Ich muss in einer Dreiviertelstunde los und ich habe noch so viel zu tun bis dahin. Ich hatte auch gerade noch ein Gespräch mit meiner Steuerberaterin. Das war auch irgendwie ein bisschen anstrengend. Also nicht ihretwegen, ich mag sie mega gerne, sondern wegen des Themas. Und ich muss meinem Manager noch eine Rückmeldung geben. Jetzt machen wir erstmal Brot. Mein Essen ist so der Inbegriff von Girl Dinner. Ich habe hier Erkältungstee, weil ich immer noch Angst habe, dass ich krank werde, weil mein Umfeld gerade krank sind. So vegane Chicken Strips, aber mit so Brezelgeschmack, keine Ahnung, und Chick-fil-A-Soße. Dann veganer Gulaschsuppe oder vegetarischer von Little Lunch mit meinem Brot. Es ist so random alles. Aber ich hatte halt schon ein fettes Mittagessen und ich habe gar keinen so riesen Hunger auf ein großes Abendessen. Aber das ist halt auch irgendwie, naja, Mahlzeit. Oh, ich weiß nicht, dass es so traurig wird. Ei, ei, ei. Ich muss kurz recovern. Eigentlich muss ich in 10 Minuten schlafen gehen, aber mein Herz tut voll weh. Das Buch ist richtig, richtig schön. Die ersten 300 Seiten waren auch überwiegend positiv. Jetzt kommen halt so ein paar Themen hoch,
Aber ich liebe Bücher einfach, um so zu sehen, was für verschiedene Schicksale es gibt und verschiedene Leben Menschen führen und auch so die ganzen Gefühle und wie Leute dann damit klarkommen, aber boah, mein Herz. Ich fühle da so heftig mit und deshalb kann ich auch nicht wirklich so Serien oder so gucken, weil mich belasten die Emotionen, als wäre das so meine eigene, als wäre das so meine eigene Geschichte. Dieses Buch, das wird sich jetzt die ganze Zeit so anfühlen, als wäre mein Herz gebrochen für die nächste unbestimmte Zeit. Ich glaube, das ist relativ normal. Keine Ahnung. Ich versuche mich gerade ein bisschen zu beruhigen. Ich glaube, ich gucke jetzt noch ein bisschen die Bachelorette, weil ich eigentlich schon früh schlafen wollte, aber ich glaube, meine 8 Stunden. Es wird heute nichts. Ich nehme jetzt noch meine Supplements. Kleiner Supplement-Real Talk. Ich habe ja in meiner Gym-Phase relativ viele Supplements genommen, weil ich das Gefühl hatte, auf Social Media wurde mir verkörpert, dass man 1000 Supplements braucht und keine Ahnung was alles. Ich hatte das dann mal bei meinem Arzt abklären lassen und ich habe tatsächlich einen Omega-3-Mangel und einen Vitamin-D-Mangel. Und ich kann auch Magnesium nehmen, weil Magnesium bei dem ganzen Sport, den ich mache, voll hilft, für meine Muskeln gut ist und auch, wenn man das nimmt, beim Schlafen hilft. Aber wie gesagt, bei mir ist alles mit dem Arzt abgeklärt und ich finde das extrem wichtig und ich würde dir empfehlen, das mit dem Arzt abzuklären. Ich habe zum Beispiel blind Melatonin genommen zum Schlafen in so Sleep Sprays, die einem vermarktet werden, als wären die harmlos. Und klar kann das helfen, aber es kann auch Schlafstörungen auslösen, sehr starke Ängste. Melatonin kann richtig viel auslösen. Es kann super positiv sein, aber halt auch super negativ und darüber wird halt einfach nicht aufgeklärt. Ja, ich habe dadurch halt mega Unruhe bekommen und Angst und Panik. Also ich habe auch voll dolle Albträume bekommen. Das ist auch ein relativ verbreitetes Symptom. Ich wollte noch ein kleines Update geben und zwar, ob mich irgendwelche Themen in der Psychiatrie sehr belasten. Es ist jetzt die erste offizielle Woche quasi um, weil ich letzten Dienstag angefangen habe und jetzt ist wieder Dienstag. Und der erste Arbeitstag hat mich schon mitgenommen und das habe ich auch extrem gemerkt, aber halt eher unbewusst. Also ich war unruhig und habe so beim Tennis zum Beispiel die ganze Zeit über Dinge nachgedacht, die da passiert sind. Aber es war wirklich nur der erste Arbeitstag und dann habe ich mich mit meiner Psychologin abends noch hingesetzt und bin so meine Ängste und meine Gedanken und so weiter durchgegangen. Das war zum Beispiel sowas wie, kann was da passieren? Kann es sein, dass mich jemand angreift? Kann es sein, dass mir jemand den Schlüssel klauen will, um rauszukommen, weil es ja nicht geschlossen ist? So, und dann bin ich die ganzen Fragen durchgegangen und dann haben wir uns Fragen überlegt, die ich meine Ansprechperson fragen kann, damit ich mich sicherer fühle. Und das habe ich gemacht und jetzt geht es mir sehr, sehr gut. Ich fühle mich auch extrem wohl da und habe auch nicht das Gefühl, dass mich jemand angreifen würde oder sonst was. Ich glaube, nur dieses Setting von Psychiatrie fand ich am Anfang ein bisschen so Neuland und befremdlich und habe dadurch einfach ein bisschen Angst bekommen. Jetzt nicht wegen der Patienten selbst. Ich kannte die aber ja persönlich auch noch nicht. Ich kenne die meisten jetzt, voll viele kennen mich bei Namen. Heute sind 2 süße Sachen passiert und ich bin fast gestorben. Nee, das eine ist gestern passiert. Und zwar, ein Patient meinte zu meiner Ansprechperson, dass ich sehr, sehr gerne bei der Einzeltherapie dabei sein kann, weil ich die Person immer anlächle und die Person mag mich jetzt. Und ich war so, das ist so süß. Und dann durfte ich mit bei dem Gespräch dabei sein, obwohl die Person eher distanzierter mit vielen Personen ist. Und heute, ich laufe an einem Patienten vorbei und die Person guckt einen anderen Patienten an und sagt so, sie strahlt immer so. Und dann habe ich mich umgedreht und ich so, oh, wer? Und dann meinte sie, ja, sie, Frau. Und ich war so, so eine süße Maus. Und das hat mich so heftig gefreut. Das war so süß. Ja. Oh, jetzt ist es schon halb. Ich wollte schlafen. Das war so süß. Also ich habe super tolle Menschen kennengelernt und ich verstehe mich mit allen super gut. Okay, ich versuche jetzt zu schlafen. Ich schaue jetzt noch ein bisschen die Bachelorette oder telefoniere. Dann versuche ich bis 23 Uhr zu schlafen, damit ich 7,5 Stunden Schlaf bekomme. Ja, hab eine wunderschöne Nacht. So, ich muss jetzt gucken, was ich anziehe. Ich habe gar keinen Plan. Mein Bett sieht auch richtig gut aus. Das waren die ganzen gewaschenen Sachen. Random Fact, aber ich trage aktuell wieder jeden Tag ein BH, weil ich so super enge so Rollkragenpullis oder solche trage.
Und es ist mir dann doch angenehmer mit. Aber ich habe nur sehr wenige, die richtig angenehm sind. Ich trage auch voll oft so Balletts oder sowas. Ich habe auch diesen hier, der so weich ist. Das kann man sich nicht vorstellen. Der ist halt seamless, hat keine Ringe. Und ist einfach nur mega bequem und hält halt sogar auch. Mischung vom Gefühl her aus Sport-BH und BH, nur dass man den nicht spürt. Also gar nicht. Also gar nicht. Und ich gehe davon keine Abdrücke. Ist mega bequem. Ist so angenehm. Es sitzt auch wie so ein Top einfach. Und die Träger sind nicht zu eng, nicht zu locker. Ist so bequem. Meine Pausen übrigens sind immer so eine halbe Stunde lang. Und ich nutze die mit dem Kantinenessen logischerweise. Es gab Pizza und die war so unfassbar lecker. Und dazu esse ich immer so einen Salat mittags. Oder Reis, Kartoffeln, was auch immer es gerade gibt. Und ja, dann habe ich mit den anderen Kollegen gequatscht. Hallo, ich hoffe, es geht dir gut. Es ist Mittwoch und ich sitze gerade vor Ikea. Ich bin nämlich direkt nach der Arbeit zu Ikea jetzt gefahren, weil ich mit Freunden verabredet bin, weil wir einem Freund geschenkt haben, dass wir alle zusammen zu Ikea gehen und ihm was für seine Wohnung holen. Ich bin todmüde, aber ich habe einen richtig vollen Abend noch. Ich habe jetzt bis 18:30 Uhr bin ich bei Ikea. Ich hoffe, wir können das erste Mal. Ich habe schon wieder richtig Hunger. Heute gab es Pizza in der Kantine. Das war geil. Ich kriege in der Kantine kostenloses Essen als Praktikantin. Das ist richtig toll, weil die haben richtig leckeres Essen. Nicht besonders viel Vegetarisches, aber trotzdem leckeres Essen. Ich muss an meinen Manager antworten und noch ein paar andere Sachen erledigen. Oh, ich muss zur Post. Ich habe die Post vergessen. Fuck. Anyways. Und dann bin ich um 19 Uhr zum Bowlen verabredet mit den Leuten vom Volleyball. Weil eigentlich hatten wir heute Volleyball, aber es ist zu voll und deshalb gehen wir bowlen. Ich bin todmüde, ich bin todmüde. Ich hatte nicht mal Zeit, mich umzuziehen nach dem Arbeiten. Ich bin so unfassbar müde. Aber ich habe halt sonst keine Zeit und ich will meine Freunde sehen. Heute war so ein richtig langsamer Tag. Also ich habe richtig coole Sachen heute. Nee, das stimmt nicht. Ich habe viele Sachen heute gemacht, aber es war irgendwie so ultra langsam. Wir hatten einige Erstgespräche, bei denen ich dabei sein durfte und Therapiegespräche. Ich hatte wieder so Gedächtnistraining. Ich habe Skyjo oder Skio gespielt mit den Patienten. Das war ganz cool. Dann hatten wir Supervision da von den Psychologen. Also alle, reden über so einen gewissen Fall. Heute haben wir über sexuelle Belästigung geredet und dass das nicht okay ist. Am Arbeitsplatz oder generell nicht, aber wenn Patienten einen sexuell belästigen, was man dann macht. War voll spannend, aber da bin ich auch fast eingeschlafen. Oh, ich habe heute einen Patient begleitet, ein Paket abzuholen. In dem Paket waren Utensilien für einen geplanten Suizid. Und irgendwie hat mich das voll aufgewühlt. Aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Ich glaube nicht, dass das mich nachhaltig belasten wird. Es war nur in dem Moment echt ein bisschen schwer. Hallo, guten Morgen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich wollte dir noch ein bisschen von meinem gestrigen Abend erzählen, bevor ich gleich wieder im Auto sitze und dir irgendwas erzähle. Ich trinke gerade Kaffee, was ich ja nie tue, weil ich es einfach nicht vertrage. Und TMI, aber ich bekomme davon halt so heftige Bauchschmerzen und meistens Durchfall. Aber ich habe so ein Kaffeekonzentrat gefunden und das ist, glaube ich, sehr, sehr mild. Und da habe ich einfach nur so ganz bisschen reingemacht. Und ich habe einfach halt nur 7 Stunden geschlafen deshalb. Ja, und wir sitzen heute mega lange in der Visite. Pflege, Ärzte, Therapeuten. Ja, mit denen sitzen wir alle da und besprechen die Fortschritte von Patienten, die Therapieziele und so weiter und so fort. Ich war gestern dann noch bei Ikea und dann wollte ich nach Hause fahren, weil ich zur Post gefahren bin. Oh, das kann ich dir auch zeigen. Und zwar habe ich das neue iPad Mini abgeholt. Das ist so schön. Ich arbeite ja mit Apple zusammen und darf regelmäßig Dinge testen. Zum Beispiel das iPad Mini jetzt. Und dann schicke ich das wieder zurück. Ich freue mich so sehr drauf, weil ich trage halt den ganzen Tag mein Notizbuch rum und ist genau in der Größe von dem iPad. Das ist so süß. Auch diese Hülle ist so schön. Und ich zeige es dir mal ohne Hülle. Ich habe es in Blau und es ist so wunderschön. Und ich freue mich so sehr, weil dann kann ich auch in der Mittagspause zum Beispiel meine Sachen draufschneiden und kann an meinem Praktikumsbericht arbeiten und kann das halt mega handlich einfach überall mitnehmen. Ich freue mich, es sieht so schön aus. Ich bin sehr gespannt. Ich werde dich noch updaten. Ja, auf jeden Fall muss ich jetzt von der Post abholen und ich habe so lange im Feierabendverkehr gestanden. Normalerweise brauche ich so 15 Minuten vielleicht nach Hause und ich habe bestimmt 30 Minuten gebraucht. Jede Ampel war rot, das hat mich so frustriert. Ja, naja, auf jeden Fall. Und dann war ich beim Bowlen, das war richtig, richtig cool. Das sind die Leute, die ich beim Uni-Volleyball kennengelernt habe. Wir supporten uns voll gegenseitig, wenn wir zu den Volleyballspielen von den anderen gehen. Und am Samstag ist, glaube ich, wieder ein Spiel.
Und nächste Woche Samstag spielen die und dann spielen wir. Und es ist voll toll, einmal da zu sein, zu gucken und den ganzen Tag über Volleyball zu reden. Ja, Bowlen war richtig cool und dann, ich war richtig schlecht. In meinem Kopf war ich besser in Bowlen, aber ich war richtig schlecht. Ich habe aber auch erst irgendwie beim zweiten Spiel hat mir jemand erklärt, wie man die Kugel richtig hält und das war mir nicht bewusst. Und dann wollten wir um 21.30 Uhr noch in die Stadt gehen und essen. Aber ich dachte mir, eigentlich muss ich schlafen. Aber ich habe voll, ich wollte unbedingt was mit denen machen und ich dachte mir so, ja. Naja, und dann habe ich es geschafft, um 23 Uhr zu gehen, damit ich um 23.30 Uhr schlafen konnte. Das hat auch geklappt. Jetzt habe ich 7 Stunden geschlafen. Nicht so ideal, weil ich gestern auch nicht so viel geschlafen habe. Aber dafür track ich gerade meinen Schlaf. Das ist, oh, sie ist nicht da. Das ist so cool. Ich muss auch gleich los. Aber ich track meinen Schlaf damit. Mit meiner Apple Watch. Das ist die Apple Watch 10. Auch ein Testgerät, wie gesagt. Und oh, die ist so schön. Die ist so schön. Und ich trage den ganzen Tag. Die lädt so schnell. Ich habe die gerade für 15 Minuten geladen und die ist jetzt wieder fast voll. 85%. Und ich track damit halt meinen Schlaf. Und ich kann hier mal so eine Grafik einblenden, wie mein Schlaf zum Beispiel gerade ist. Und dann sieht man auch, in welchen Schlafphase man ist. Und ich habe mich damit mehr auseinandergesetzt und finde es so spannend, wie viel XY-Schlaf ich brauche. Ja, okay. Ich muss mich einmal fertig machen. Also was richtig schön ist am Herbst. Wir haben gerade so wunderschöne Sonnenaufgänge und Untergänge und ich sehe die immer. Weil auf dem Weg zur Arbeit sehe ich die Sonnenaufgänge und dann jetzt gerade sehe ich den Untergang. Oh. Oh, ich habe Ofenkäse gegessen. Das mache ich eigentlich nie, weil ich weiß, dass ich das nicht vertrage. Ich vertrage generell nicht so gut Milch und Käse. Anderes Level. Okay, was ziehen wir denn an? Das war die Hose aus meinem College. Solche kann man in Deutschland nicht kaufen. Die sind so unfassbar kurz. Da hängt alles raus. Also nicht wirklich. Und das Trikot. Okay. Ich hatte heute übrigens einen sehr coolen Arbeitstag. Ich war bei einer Autismusdiagnostik dabei. Es war so eine Stunde Gespräch mit einem Psychologen. Und dann hat die Person so Fragebögen und Tests ausfüllen müssen. Es waren so verschiedene Tests. Das eine war ein Fragment aus einem Intelligenztest und so. Also es war richtig, richtig spannend. Ja, und ich war bei mehreren Therapiegesprächen heute dabei, was ich eigentlich, also es kommt immer drauf an, manchmal sagen die Patienten, dass ich gerne dabei sein kann. Andere sind da nicht so ein Fan von oder sind einfach mega eingeschüchtert oder traumatisiert und möchten da nicht noch eine Person, der sie sich öffnen müssen, was ich 1000% verstehe. Aber heute hatten die meisten kein Problem damit und deshalb durfte ich bei voll vielen dabei sein. Das war richtig, richtig lehrreich für mich. Es ging teilweise um Heroin- und Kokainsucht. Es ging um Selbstverletzung und wie man Selbstverletzung unterlassen kann. Und was ich nicht wusste, es gibt so viele Arten von Selbstverletzungen. Ich kenne halt die Bekannten, aber nicht mal darf, also ich wusste nicht mal von den Sachen, über die wir heute geredet haben. Ich werde in keine Details gehen. Selbst wenn ich mit Freunden drüber rede, erzähle ich denen eigentlich nichts Detailreiches. Gestern habe ich einen Patienten zur Post begleitet und an der Post haben wir ein Paket abgeholt. Das haben wir dann zurückgeschickt. Und ich erzähle meinen Freunden dann halt nicht, was da drin ist und wie die Person es geplant hat. Wenn die explizit nachfragen, okay, aber keine Ahnung, es sind schon schwere Themen. Und ich glaube, wenn man nicht in diesem professionellen Umfeld ist, ist es noch heftiger. Das klingt so... Ich habe das selber nicht verstanden am Anfang. Das klingt so, als wäre es jetzt für mich so, als wäre ich voll abgestumpft, als wäre es für mich voll okay und keine Ahnung was. Aber der Unterschied ist das, glaube ich, einfach, dass wenn man da so professionell aufgefangen wird und so das einfach mitbekommt, ich muss eigentlich los, ich laber hier. Und wenn man dann so mitbekommt, wie normal das als Teil von gewissen Krankheiten ist und dass das so ein tägliches Ding ist, dann wirkt das einfach wie so ein Krankheitssymptom. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Ich glaube nicht. Und ich glaube auch, wenn man das jemandem erklärt, der nicht da drin ist, ich weiß nicht, ich glaube, es ist schwer nachzuvollziehen. Aber die meisten Themen lassen mich trotzdem nicht kalt. Aber ich habe bis jetzt keine Albträume, keine... Also ich komme mit allem ganz gut klar. Ich habe jetzt nicht, was mich mega krass beschäftigt. Ich denke über viele Dinge nach, das stimmt schon. So, ich nehme die schon irgendwo mit nach Hause, aber ich bin davon nicht super negativ beeinflusst und... Ich glaube, das ist extrem wichtig. Meine Wohnung sieht wirklich aus wie Sau. Ich muss unbedingt dringend putzen. Aber ich war gestern erst um 23.30 Uhr oder um 23 Uhr zu Hause. Und jetzt gerade bin ich auch das erste Mal um 18.10 Uhr nach Hause gekommen. Es ist gerade einfach ein bisschen viel. Und ich glaube, morgen bin ich auch nicht viel zu Hause. Also ich bin eigentlich nur zum Schlafen hier. Aquaphor ist das Beste für die Lippen.
So, jetzt geht's los in meiner Winterjacke. Das ist echt relativ angenehm drauf. Hallo, hallo. Oh, das Licht. Ich bin jetzt gar nicht mehr gewöhnt, dass es von oben jetzt kommt, weil ich immer diese süßen Lampen habe. Aber ich bin gerade vom Volleyballtraining gekommen. Es war richtig toll heute. Ich war ultra wach. Ich weiß nicht, ob es am Kaffee liegt oder ob ich einfach mega Lust hatte heute. Aber ich war mega wachsam und richtig gut, was mich voll doll gefreut hat. Und ich habe meinem Trainer was vorgeschlagen, was ich mich vorher nicht getraut habe. Was bedeuten würde, dass ich aber mehr spiele in dem Spiel. Wir haben nämlich nächste Woche Sonntag ein Spiel. Heute ist Donnerstag. Ja, und ich bin gespannt, ob das klappt. Ich würde mich sehr freuen, weil dann dürfte ich als Mitte auch hinten spielen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber normalerweise wird die Mitte hinten eingetauscht gegen eine andere Abwehrspielerin. Naja, zu viel Volleyball-Talk. Ja, und ich wollte jetzt noch so 20 Minuten ein bisschen aufräumen, klar Schiff machen, weil morgen kommen zwei Volleyball-Mädels zu mir und dann machen wir irgendwie so einen schönen Mädelstag nach der Arbeit und danach. Ich muss eigentlich noch ein bisschen arbeiten. Wo ist meine Zeit? Wo ist meine Zeit? Wieso habe ich so wenig Zeit? Also, warum weiß ich, aber. Naja, und dann wollen wir einen schönen Mädelstag machen und dann gehen wir abends noch zum Volleyball und vielleicht zum Uni-Badminton, weil das mega lustig war letzte Woche. Ja, aber dafür möchte ich ein bisschen aufräumen. Und mir tut es richtig gut als unordentliche Person, wenn ich mir einfach so einen Timer stelle auf so 20 Minuten und dann einfach ein bisschen was mache. Außerdem höre ich natürlich Noah Kahn. Ich just She is clean. Hier liegt mega viel. Mega viel. Hier liegt so ein bisschen random Zeugs rum. Aber ansonsten ist meine Küche jetzt auch clean. Ich muss den Müll rausbringen und so, aber es ist dunkel. Und das mache ich nicht. Und ich muss saugen. Weil mir. Ich habe Müsli umgefüllt und das ist mir umgekippt. Aber es ist ein Problem für Zukunft, Jackie. So, es ist jetzt 8:45. Ich gehe jetzt duschen. Ich wollte es gerade trinken. Ich ging jetzt ab. Es ist 8:15. Ich dusche jetzt, mache mich Bett fertig und so. Und dann muss ich noch das Video schneiden, was du gerade siehst. Boah, ich habe noch richtig viel eigentlich zu tun, was so Arbeit, Social Media angeht. Aber ich hoffe sehr darauf, dass ich morgen schon so um 13 Uhr Feierabend habe. Das wäre richtig toll. Weiß ich nicht, ob das realistisch ist. Hier, falls du noch da bist und es hier hingeguckt hast, nach diesem mega langen Vlog, vielen, vielen Dank fürs Dasein. Es freut mich sehr. Ich hoffe, du hast noch einen wunderschönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.